Willkommen zurück zu der letzten Schlacht der Elfen 10 im Spiel von Ankloas aus dem Jahr 2017. Let's Play von eurem Let's Play Retro und eurem DSD Steve im Jahr 2018. Und wir haben im letzten Part Azazel besiegt, erneut, wieder einmal. Weil er einen Fehler gemacht hat, er hatte nur eine neue Macht und keine alte Macht. Aber wir haben ihn am Ende am Leben gelassen. Und wir haben auch im letzten Part eine ganz nette Konversation mit Alia geführt, in der Farodin mal ein komplett anderer Elf war. Aber leider ist er jetzt wieder zurück zu seiner alten Form und deswegen beenden wir das Ganze hier erst einmal oder machen wir einfach weiter mit, was auch immer Ankloas mit uns vorhat. Da Azazel besiegt wurde, was sollen wir als nächstes tun? Ich denke, wir müssen Edwin angreifen. Nein, finde ich vernichtet wurde. Haben wir keine Streitmacht mehr. Ich denke, alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen Grom und diesen anderen Typen. Edwin hat ausnahmslos alle Elfen abgeschlachtet, die in meiner Stadt gelebt haben. Auch wir haben nichts mehr. Hä? Ja, wir haben nichts mehr. Wir sind auf uns allein gestellt. Eigentlich schon die ganze Zeit über. Ja. Wir wissen auch nicht, was uns erwartet. Ich denke, wir müssen noch etwas stärker werden. Ja, bevor wir nicht Level 100 haben, lohnt es sich nicht, gegen Edwin zu kämpfen. Was ist eigentlich mit diesem Kulchin? Ich meine, jetzt wo Grom tot ist, ist glaube ich der erste Anführer der Horde, oder? Ihn haben wir nicht mehr gesehen. Er scheint spurlos verschwunden zu sein nach unserem Treffen. Wie in Warcraft ist er auch spurlos verschwunden nach Teil 2. Ich denke, Kulchin führt die Fäden im Hintergrund. Er sagt ja, wir sollen leiden. Er hat wohl auch die Unterwälder wiederbelebt. Ich hoffe, du hörst diese extrem coole Musik. Die ist wirklich cool, ja. Enrias, hörst du mich? Edwin, hi! Na, ich heiße gerade auf mein iPhone 8. Ja, ich bin euer Gegner. Ich habe für euch sehr viele Überraschungen. Ihr werdet sie sicher sehr mögen. Betretet ihr meine Burg, werden euch Illusionen meiner Macht demonstriert. Wenn ihr euch durch meine Irrgärten hindurchschlägt, werdet ihr am Ende so erschöpft sein, dass ihr dann alle von meiner Hand abgeschlachtet werdet. Fürchtet mich ja darin, ich bin entweder Odysirion! Lass Lauren frei, du Hundesohn! Pah, du stirbst als erstes Elfenkind. Lauren wird dich abschlachten. Du wirst wieder einmal verlieren, Edwin. Nein, Dunkelelf, nicht mit meiner neuen alten Macht. Ihr werdet mich niemals aufhalten können. Farodin, du wirst sowas von tot sein. Im Grunde bist du schon tot. Nur du weißt es doch nicht, genauso wie die Endgegner in Eterna mit ihren 9999 Trefferpunkten. Ich werde dich vernichten, Edwin. Nicht töten, nur vernichten. Ihr wisst nicht, was euch erwartet. Und nun bis dann, ihr Schwächlinge. Was ist nur aus ihm geworden? Irgendwie ein bisschen so der Edwin, der er früher mal war. Na, Probleme mit dem Spiegel deiner selbst. Du warst auch mal so, Alia. Und du auch, Felizgrüle? Nein, das ist nicht wahr. Ich war schon immer ein Protagonist. Seit Teil 1. Im Gegensatz zu euch beiden habe ich schnell dazugelernt. Das tatsächlich, muss man sagen, naja, irgendwie schon. Er ist so erst im 6. Teil zum Protagonisten geworden, ja, aber irgendwie ist er seitdem auch Protagonist. Du und Edwin, ihr habt beide sehr viele Fehler begangen. Du wurdest sogar wieder böse und hast Edwin wiederbelebt. Es ist deine Schuld, dass wir in so einer Situation sind. Wir wissen nicht, woher Edwin die neue Macht hat. Also ja, macht natürlich. Kurz. Das stimmt nicht. Sie hat ihn nicht wiederblickt, weil sie böse war, sondern weil ihr langweilig war. Das läuft auf selbe hinaus. Er scheint wohl unglaublich mächtig geworden zu sein. Ich soll es schuld sein? Kennst du das, wenn du was vorlesen willst, das Gehirn sagt nein? Ja. Wer hat den von uns beiden Lore gedient? Ich hatte mich gegen ihn gewendet. Und ich hatte dich mal geliebt und du hast mich damals nur ausgenutzt, damit du Edwin eifersüchtig machen kannst. Was hat das jetzt damit zu tun? Du hast mit meinen Gefühlen gespielt und auf Arodi nutzt du nur aus. Und der arme Kerl fällt doch nicht auf dich rein und fickt mit dir rum. Okay, Willi, Schluss jetzt. Ich habe alles gesehen und aufgenommen. Und du, Willi, du bist zu keiner Beziehung fähig, weil du nur die Frauen ausnutzt. Und dazu bist du sowas von schlecht im Bett. Du hältst nur, auch wenn du eine Minute länger als Marolin durchhältst. Und du hast eine ausgeleierte Fotze. Jetzt sind wir da schon wieder angekommen. Oh, weil du Mann. Mit alles und jeden rumfickst.
Hallo? Dein Schwanz ist so dünn wie ein Strohhalm. Oh Mann, ey. Du weißt, dass das nicht stimmt. Du fandest meinen kleinen Freund doch geil und hast genüsslich dran gesaugt. Du hast dir ja echt Mühe gegeben, Edwin fremd zu gehen. Hast gewonnen. Ich weiß, dass ich scheiße bin. So schnell lässt du dich unterkriegen. Nur mit einer Sache liegst du falsch. Aha, und die wäre? Herr Odin, ich habe dich nicht benutzt. Elia! Ich habe lange gekämpft mit meinen Gefühlen, weil ich dich liebe. Ich hab's doch gesagt. Wirklich, im letzten Part, du mit deinem Friendzone-Gelaber. Aber wie gesagt, in die letzte Schlacht der Elfen gibt's einfach nur einen einzigen Weg. Und das ist der Weg der Liebe. Akloa, es ist so romantisch, oder? Ich wollte es nicht wahrhaben, dass ich dich liebe, Farodin. Unsere Zweisamkeit war wunderschön und möchte sie nicht mehr vermissen. Ich meine, was für eine Störung muss eigentlich mittlerweile Selina haben von diesen ganzen Schwachsinn, die sie so in ihren jungen Jahren hört und sieht. Ich meine, sie wird auch eine Psychopathin. Sie wird mal eine Psychopathin sein, wenn sie alt ist. Ich will mit dir zusammen sein, Farodin, denn du bist ein toller Mann. Ich finde, wenn Selina kommt, auch ganz gut eine Spin-off-Reihe machen. Anja, das ist schön zu hören. Darüber reden wir dann später. Über Ankloas Zukunftspläne. Die sind ein bisschen ungewiss. Jetzt hat Farodin wieder Brüste. Das ist auch ein komischer Satz. Ja. Oh Mann. Verrate ich dann Steffi Nippel oder was? Klappe, Onkel Billy. Mann, ey, wirklich. Das Schlimme ist irgendwie, als Ankloas ja auch so extrem berechenbar ist einfach nur. Yeah. Wirklich, das ging einfach gar nicht anders, oder? Also, möchtest du noch mit mir zusammen sein? Klar. Ich hab's mir jetzt anders überlegt. Ja, Alia, das möchte ich noch. Nein, Alia, ich möchte dir leider sagen, dass ich ein Jäger bin und sobald ich die Beute erlegt habe, ist es halt irgendwie langweilig. Yeah. Deswegen, es tut mir leid. Das freut mich, Frau Odin. So, damit ist jetzt Frau Odin mit dem Gott zusammen, ne? Schatten. Vor allem, wir haben vor fünf Ingame-Minuten haben wir mit Alia gesprochen, ja. Und er hat sie gemeint, oder nein, hat Frau Odin gemeint, ich bin drüber hinweg, ja, es ist alles toll, wir dürfen nochmal Sex haben, aber nur als Freunde, ist alles okay. Ja. Es war so klar, dass Frau Odin das nicht ernst meint. Na komm, ihr Turteltauben, wir müssen weiter, Edwin in den Arsch treten. Ich freue mich so für euch beide. Dass ihr doch nicht nur einfach so Sex miteinander habt, sondern euch liebt. Das macht das Ganze irgendwie alles bedeutungsvoll. Sirolan. Ja. Wir sind an einer random Stelle von Sirolan. Ah, alles klar. Okay. Ja, ich speichere mal und ich gucke mal trotzdem nach, ob wir irgendwie nochmal wieder zurück zu Burg Elfenlicht kommen. Kommen wir leider nicht. Ich möchte mich selbst dessen überzeugen. Wenn ich Burg Elfenlicht jemals wiederfinde, versteht sich. Burg von Edwin... Da gehen wir dann auch gleich hin. Burg Elfenlicht. Okay. Gehst du jetzt, fliegst du nach unten rechts? Schräg rechts so? Ja. Super. Wir müssen noch erstmal einkaufen gehen, das ist doch klar. Ja, erstmal müssen wir ein Zeug verkaufen. Einkaufen, verkaufen, das beinhaltet doch irgendwie alles dasselbe, dass wir Gegenstände in Gold umtauschen und dann Gold in Gegenstände. Guck mal, wir haben 354.000. Ich fühle mich fast reich. 62 Golderz, 62.000. Wie gibt's denn das Platinerz? Boah. Auch viel. Titanerz, 2500. Silbererz bekommen wir auch noch, warum nicht? So. Dann Titanrüstung. So. Droppen die Gegner auch immer wieder. Ja, den Rest behalten wir. Genau. Und dann können wir jetzt kaufen, kommen wir nach unten. Also ich will zu den guten Trecken kommen. Also das, was wir beim letzten Mal eigentlich eingekauft haben, würde ich jetzt wieder einkaufen wollen. Nur ein bisschen gleich noch extremer. Und zwar... halt den Helden komplett, dann würde ich einfach mal hier, dass man die einfach mal. Wir haben im letzten 20, Part ja gar nicht eingekauft, weil wir dazu gezwungen waren, die Dungeons zu machen. 20 würde ich dann gleich mal locker kaufen, da, bam. Dann Elixier des Geistes würde ich tatsächlich auch mal 10 von kaufen wollen.
Dann Elixiers Lebens, heilt, was soll er nochmal zählen, an LPs Lebens, heilt die LP von einem Helden komplett. Würde ich auch mal einfach 10 von kaufen. Ich denke, das kann man ruhig haben. Und belebt einen Helden auf 10. Genau. So, gab es nicht mal, welche, die belebt alle Helden alle Leben komplett. Würde ich tatsächlich 9 davon kaufen wollen. Also das eine ist belebt und das andere ist heilt alle Helden. Genau. Ich will aber das mit belebt alle Helden komplett. Genau. Weil das heilt ja komplett dabei auch noch. Elixier, Tapferkeit würde ich auch nochmal halt alle Helden nochmal 10 von kaufen, genau. Du sollst mal 14 Stück noch von kaufen. Super. Du hast echt einen bescheuerten Tick, Steve, Mann. Das ist kein Tick. Ah. Ich fühle mich einfach nur sicher, wenn ich mindestens durch 5 teilbare Sachen. Ja, ich ganz ehrlich, das habe ich mir einfach nicht. Ich habe mir ein Pokémon angewöhnt. So, jetzt liegen wir zur Burg von Elwin oder was? Oder? Genau, genau. Speichern vorher. Ah. Bitte auf den Safe-Set, den du dann auch nicht mehr überschreibst. Das ist schon lange so. Wirklich? Ja. Ah ja, okay. Dann hast du wahrscheinlich recht. So, war denn die Burg von Edwin. Was jetzt cool wäre, wenn du jetzt hier bitte auf den Safe-State speicherst, mal dann den nach links aber von dort aus. Warte, die Burg von Edwin ist ja irgendwo ganz in der Nähe. Ja, es war von dort einfach links gewesen. Jetzt nach links, so ungefähr. So, ja, Burg speicherst du aber auf den Spielstand, den du erstmal nicht mal überschreibst. Also speichere am besten jetzt auf einen und speichere dann gleich auf den nächsten. Ja, ich werde es versuchen. Wenn nicht, habe ich immer noch Spielstand 11. Ist auf jeden Fall auch wieder ziemlich coole Musik hier. Oh, Level 75. Tja, die Burg von Edwin ist einfach der nächste Dungeon. Ja. Und wir sind nicht wirklich geheilt. Aber na gut, das ist jetzt kein so großes Problem. Wir werden wahrscheinlich früher oder später einen Heilkristall finden. Wir haben nur irgendeine komische Statusveränderung. Ach, wir sind wahrscheinlich immer noch. Ja, sind immer noch verängstigt. Wir sind okay. Immer noch verängstigt. Das ist jetzt. Okay. Und bitte verteilen wir wieder die Power-Up-Items, die uns wieder umgehen machen. Ich würde danach trotzdem mal übernachten gehen wollen. Ich weiß direkt, wo das Dorf ist. Genau. Wo Items? Ich will direkt zum Dorf fliegen. Nach rechts jetzt fliegen müssen. Oder so. Ja. Links weiter, genau. Lucario. Dann gehen wir unter die Items die blaue Rune und die grüne Rune verteilen. Und bei den normalen Items ist dann noch was wir unbedingt auch brauchen. Die grüne Rune, genau. Jetzt unter den normalen Items findest du noch was. Und zwar kannst du die gelben Traum wieder an alle verteilen. Und jetzt wichtiges Erfahrungszeug, komplett nur Selina geben, bitte. Damit sie so ein bisschen besser abgleicht. Sie hat gerade ein Level abbekommen. Genau, weil sie ist ja ein bisschen hinterher. Wieder ein Level ab, krasser Shit. Ja, deswegen. So, okay. Mehr haben wir nicht mehr. Wir haben keine richtigen OP-Items bekommen. Krass. Na gut, heile ich aber hier ruhig einmal. Einmal ruhig schlafen. Wo war denn das? Ich werde nach oben. Man konnte sich doch hier irgendwo komplett heilen, oder? Ihr habt doch einen Innen, oder? Bin mir nicht ganz. Ach, da hinten, ja. Gut, dass Anklos an alles gedacht hat. Und wir können uns sogar gratis heilen, weil wir sind ja der König der Welt. Was sogar logisch ist. Bis uns Edwin diesen Titel irgendwie strittig gemacht hat. Aber zum Glück ist Edwin nicht daran interessiert, dieses kleine Dorf hier auszulöschen. Ich habe mir auch gemerkt, dass ich einfach nur nach rechts fliegen muss. Das ist sehr praktisch eigentlich. Nach rechts. Hier. So, dann wollen wir es doch mal angehen. Speicherst du nochmal? Ja. Supi. Den nächsten Dungeon in Form von Edwins Burg. Genau. Das heißt also, Edwin wird dann wohl der nächste Endgegner. Mal gucken, was da mit Lauren passiert. Und wie immer nehmen wir logischerweise alle Kämpfe mit. Ja, genau. Das ist etwas, was wir in der letzten Schlacht der Elfen gelernt haben. Immer alle Kämpfe mitnehmen, dann muss man nicht irgendwie smiken. Richtig. Das ist, was wir auf jeden Fall verhindern wollen, dass wir mit zu vielen Cheats das Spiel durchspielen. Außer das Spiel stellt uns einen Cheatbaum zur Verfügung. Dann muss man ihn nicht. Außer das Spiel zwingt uns dazu, weil es ansonsten zu hart ist. Also Vampire's Dawn 2. Ja. Ich muss ganz kurz mal an die Tür. Ja, geh da. Geh mal fix schnell an die Tür, hol dir mal dein Essen ab. Steve hat sich irgendwie Spaghetti bestellt mit Rindfleisch, aber was ist für eine Soße, habe ich vergessen. Definitiv keine Spaghetti Bolognese.
irgendeine andere. Aber vielleicht wird er uns gleich mehr darüber erzählen. Ich muss sagen, die Gegner hier sind erstaunlich hart. Das hätte ich nicht gedacht. Dafür, dass die auch nur Level 70 sind. Ja, wie viel Schaden die uns schon wieder machen. The fuck? Ankro, hast du jetzt mit seinem Schwierigkeitsgrad... Wobei, wir haben ja natürlich auch neue Zauber gelernt. Vielleicht sollten wir mal gucken, was wir so tolles Neues gelernt haben. Licht des Lebens. Entfernt den Zustand Tod. Aha, also ist der Tod hier tatsächlich nicht permanent, sondern einfach nur ein Zustand. Das heißt, wir haben 5000 Trefferpunkte und werden jetzt sozusagen getötet. Ja, wir werden es wahrscheinlich irgendwann noch rausfinden. Belebt alle Helden. Aber warum heilt es nicht alle Helden? Ach, das wäre so viel besser. Na gut, dann müssen es eben die 30.000 Trefferpunkte tun. Hier, spüre den Flammenschlag des Farudin. Hat Alia vielleicht irgendwas Sinnvolles gelernt? Erhöht Alias Angriffskraft um 300%, hervorragend gegen Bosse. Vielleicht ein bisschen blödsinnig gegen normale Gegner. Kann Willi irgendwas Tolles Neues? Schmerz... Schattensog. Schattenschlag. Wir können ja mal den Schattenschlag probieren. Der ist schon relativ low, aber... 32.000. Na, das ist ja schon halbwegs ordentlich. Ich bin ja mal gespannt, ob Edwin so nett war, uns irgendwo ein Heilkristall zur Verfügung zu stellen. So. Kann ich mal wunderbar machen, während Steve nicht da ist. Ich hätte vielleicht auch mal noch gucken sollen, ob Farodin irgendwas... Na, das war jetzt nicht so gut. Aber das passiert ab und zu mal. Ja, Reh, Leute. Ja. Willi hat was Neues Sinnvolles gelernt, nämlich den Schattenschlag. Okay. Leute, als Tipp, kontrolliert immer eure Bestellung nochmal, ja? Was hast du jetzt nochmal direkt geholt? Oder was? Ja, Nudeln bestellt mit so Rindfleischzeug und so eine Sahnesoße und Spargel. Dann solche Pizzabrötchen mit Schinken. Und Wedges mit Zeug, ja? Tja, und. Und. Also kannst du auch für Ecken. Ach so. Und zwei Getränke. Und du hast natürlich nur eins bekommen. Nein, nein, also ich war der Meinung, ich habe nur ein Getränk bestellt. Jetzt habe ich zwei bekommen. Du bist doch nett. Ja, es ist schlimm, ich habe eigentlich das Getränk noch genommen. Ich meine, okay, der Preis ist reduziert. Ja, das passt, okay. Dann nehme ich ein Getränk dazu. Ja. Und ja, jetzt habe ich halt zwei Getränke. Gut, habe ich jetzt auch nicht viel mehr ausgenommen, als hätte ich ein Getränk genommen, aber ne. Das ist doch super. Ja. Also ich muss auf jeden Fall, oder ich musste schon mal feststellen, dass die Gegner auf jeden Fall ziemlich krass dazugelernt haben, während wir selbst, ich weiß nicht, irgendwie gar nicht so viel stärker sind. Aber wir bekommen jetzt direkt viel, viel mehr Schaden als vorher. Okay. Also jeder Kampf ist jetzt auf jeden Fall ganz schön fordernd. Guck mal, wir bekommen ja auch übelst zicke Level-Ups von einem Level 75 Gegner und wir sind Level 90 schon wieder. Sind wir wirklich Level 90? Habe ich das jetzt gerade nur ausgedacht oder habe ich das gerade wirklich gelesen? Ich weiß es nicht, jedes Level wir sind, um ehrlich zu sein. Das heißt, wir würden so langsam auch den optionalen Dungeon schaffen, ne? Und wow, Selina... Aber da kommen wir nicht, da kommen wir aber nicht mehr rein, du Scherzkeks. Ja, was ja das Bescheuerte an der Sache ist. Ich hoffe ja, dass sich das irgendwie jetzt regelt nach diesem Dungeon oder so. Was mir auffällt, irgendwie macht sie jetzt so wenig Schaden, dass sie einfach nur noch heilen braucht, ne? Das kommt dir nur so vor, weil das alles nicht so richtig skaliert. Wow, also okay, sie muss auf jeden Fall jetzt die 50.000 HP heilen. Bei Alia. Ja, im Notfall kann sie auch Wiederbelebung machen. Entfernt den Zustand, guck mal, wir haben Wiederbelebung, entfernt den Zustand Tod und Licht des Lebens belebt alle Helden. Ja, ja, das eine heißt halt nur ein, das andere macht Heilung, ne, was, oder? So, und dann auf, genau, Alia. Das zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht, yay! Willst du nicht am Mittel machen? Das bringt sowieso nicht viel. Da muss ich nur nervige Tastenkombinationen eingeben, das ist mir gerade zu anstrengend. Die Gegner hier sind sowieso maximal hardcore. Guck mal, wie wenig Schaden wir denen machen. Oder besser gesagt, wie viele Trefferpunkte die Typen haben. Oh Mann. Weißt du, das war irgendwie das Schöne an Eterna. Du hast gewusst, die Gegner haben maximal 9.999. Aber in dem Spiel, weißt du, die normalen random Gegner haben jetzt schon wieder ein paar hunderttausend Trefferpunkte. Warum hast du mit ihr nicht geheilt? Ich hätte es mit ihr 30.000 HP ja, auf alle Reihe. Das ist doch in Ordnung, Steve. Jetzt mach dir mal nicht ins Hemd. Gut, warte, nein. Gut, dann hoffe ich, du wirst dich besiegt. Du weißt ganz genau, dass das nicht passieren wird gegen diesen random Gegner hier. Das mache ich dann im nächsten Kampf. Guck mal hier, Level 90, siehst du das? Krass. Deswegen meine ich ja, das ist... Hä? Ist hier eine unsichtbare Wand? Nee.
Wir können nur auf den. Speicherst du bitte mal? Hier ist ein unsichtbarer Feind, siehst du? Ja. Speicherst du bitte mal, weil ich möchte wissen, ob wir da unten mit dem Ding interagieren können. Keine Reaktion. Das sollte deine Frage mit einem Nein beantworten. Da würde ich vorschlagen, machen wir noch einen Kampf oder zwei. Ja, genau, genau. Und es gibt hier wieder mal nur einen Gegnertypen. Wow, wir haben gerade 130.000 Schadenspunkte gemacht. Und der Gegner steht noch. So, und jetzt heile ich mit ihr. Natürlich steht der Gegner noch. Der Gegner hat nicht mal die Hälfte seiner Trefferpunkte verloren. Oh Mann, ey. Haben wir irgendwas übersehen? Können wir vielleicht noch irgendeinen Gegenstand nehmen, der uns stärker macht oder so? Nein. Vor allem das Komische ist, die Gegner hier sind 20 Level unter uns. Warum sind die so stark? Okay, gut, er hat keine 200.000 Trefferpunkte. Immerhin. Ja. Krass, krass, krass. Das ist, ich würde es nicht wirklich beruhigend nennen. Was macht denn ein normaler Angriff von ihr? 2.600. So, haben wir, glaube ich, mehr als Heil als dieser. Nee, der Spell macht 5.000, aber dann ist es schon fast sinnvoller, trotzdem normal einfach nur anzugreifen. Nee, weil der Lichtspell trifft immer und der ist normal angreifen nicht. Ja, aber der Lichtspell kostet MP. Nein, der kostet keine MP. Wirklich, der kostet nur ein MP? Ja. Oh, du hast recht. Also zumindest sehe ich da nichts. Und der Balken geht auch scheinbar nicht runter. Ja. Okay, das gut. Das ist natürlich ziemlich cool. Sie gibt es ja objektiv keinen Grund, ihn nicht zu nutzen. Das wirklich Schlimme ist, so vom Gefühl hätte ich schon fast Bock, in dem Part noch Level 100 zu erreichen mit den ersten Charakteren. Einfach so, why not? Dann kann man den Part wenigstens nennen Level 100! Ja. Und dann irgendwann, wenn wir dann Level 150 haben. Ich meine, wir steigen jetzt aber auch super krass auf, ne? Wir bekommen ja jetzt wirklich nach jedem Kampf ein Level ab. Naja, Angriff muss uns ja noch bis Level 150 bringen, ne? Ja, eben, genau. Also deswegen, du, es ist genauso, wie du es gesagt hast. Das Balancing in dem Spiel ist nicht ideal, aber es funktioniert irgendwie. Es ist so ein typisches, okay, warum hast du jetzt nicht geheilt? Ja, ist in Ordnung. Das sieht nur so aus, als hätten wir wenig Trefferpunkte, also mach dir keine Sorgen. Dann hoffe ich mal, dass Alia jetzt umgebracht wird. Junge, Steve, ich weiß, du willst zu deiner Spaghetti, aber Alia wird nicht umgebracht. Doch, bitte. Jetzt kommt Kritte Alia. Keiner krittet Alia, wenn ich hier dabei bin, ja, okay. Ich bin der Herr des RNG, okay. Du bist derjenige, der immer verwirrt wird und immer Angst hat. Und ich bin derjenige, der einfach irgendwie durchklatscht. Ja, weißt du, es gibt so Leute wie ich werde einfach Blitzkanone getroffen und du bist derjenige, der mit Blitzkanone trifft. Ja, genau. Aber na gut, weitere Anspielungen auf Pokémon und die letzte Schlacht der Elfen bekommen wir dann im nächsten Part für die letzte Schlacht der Elfen, wenn wir dann wirklich mal Level 100 erreichen. Guck mal, Willi und Alia sind schon auf Level 99 und Selina genau. Und Faro sind auf Level 98. Holy shit, das geht ab. Level 150, wir kommen. Aber erst in den nächsten Parts von die letzte Schlacht der Elfen. Wir befinden uns gerade im Thronsaal von Endwind. Das ist auch cool, ist mir noch nie aufgefallen, dass das unten eingeblendet wird. Wir würden uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.